So, jetzt gehen wir nochmal kurz durch. Jetzt habe ich jetzt hier Woodland Warfare. Was hätte ich hier? Sizzle Reel, das war der, den ich vorher drauf hatte. Der ist halt. Na, da ist Woodland Warfare schon deutlich hübscher. Bloodline ist die andere Option. Der ist auch ganz nett. Und dann haben wir noch Original. Von dem Weißen haben wir gar keinen gezogen, interessanterweise. Unser Banner. Hier haben wir gar nichts Neues drauf. Doch, hier haben wir das, die Animation bekommen, ne? Hier die Pose. Da haben wir zwei lila Posen bekommen. Ich finde die sogar hübscher als hier on Target. Ja, ich finde die das geiler. Badges, Tracks, Quips. The fight honors me. Like my brethren before me. I win as the gods will it. I win as the gods will it. Okay, und Finisher haben wir hier nicht bekommen. So, hier haben wir den Hexe System Skin, wie gesagt, das ist den Finish eigentlich ganz schick. Da sehe ich einfach so drauf. Ich meine, da gibt es noch ein paar andere. Aber hier, das ist real. Nee. Gar nicht meins. Da habe ich eine Megalodon-Skin. Megalodon-Karte hier. Das ist doch. Das ist ganz nice. Das gefällt mir. Pose. An der Pose haben wir leider nichts bekommen. Und wir haben übrigens 1300. Wir können uns was Legendäres craften, sehe ich gerade. Wir können uns was Legendäres. Wahrscheinlich wird das aber eine Waffenskin werden, weil den kann ich halt immer benutzen. Wäre mein Tipp. So, hier haben wir immer noch ihren Banner. Post. Da hat sich gar nichts geändert gerade tatsächlich. Großartig. Ja, also hier haben wir gar nichts bekommen. Hier, Neural Net. Das ist der Hex Assistant, ist halt super grün. Der ist schon ganz hübsch bei ihm. Sieht ganz gut aus, aber der Neural Net, ich finde, der sieht irgendwie nochmal geiler aus mit dem Blau. Und die Animationen, die passen irgendwie besser zu ihm. Gefühlt. Ein Banner haben wir kaum, was doch hier haben wir das Ding bekommen, okay. Will ich hier jetzt einen anderen? Will ich nicht lieber den Fight Mode nehmen? Und will ich jetzt lieber den Fight Mode nehmen? Und nicht den Born to Dance. So, Race. Könnte ich mir hier den Skin für Race bauen? Ah, da müsste ich mal Race spielen. Ich finde sogar den hier hübscher als den. Das ist halt ihr Backstory-Skin. So sah sie aus, als sie aus ihrem Gefangenschaft, die war nämlich mal in einer Psychiatrie gefangen, ausgebrochen ist, deswegen diese komischen Bänder und sowas. Glaube ich zumindest, dass die Bänder sein sollen. Also kurz danach sah sie halt so aus, deswegen ist es noch so ein bisschen wie Zwangsjacke aussehend. Bangalore. So, jetzt haben wir hier einen Bangalore-Skin. Der ist auf jeden Fall ganz geil. Das passt auch ziemlich gut zusammen. Frame und Pose. Badge, das ist egal. Tracker. Ist noch irgendein Tracker, den ich nicht benutzt habe? Nope. Get ready for a light show. Good initiative, bad judgment. So, zack, zack, zack. Und Caustic. Hier haben wir noch Skins, die ich noch nicht angeschaut habe. Ja, den Sahara-Skin. Wie gesagt, der passt optisch ganz gut zu seinem. Zu dem Thema. Aber wir haben halt den, ne? Der passt halt noch viel besser zu dem Thema. So. Tracker. So. Mirage. Nehmen wir jetzt den Hypnotic Skin. Ah, ich will halt lieber einen Weapon Skin craften, ne? Definitiv. Convergence. Der ist eigentlich auch ganz geil, tatsächlich. Gefällt mir tatsächlich besser als der Hypnotic Skin. Lul. Und Urban Legend. Der Urban Legend ist halt. Das ist noch ganz geil. Der sieht nett aus. Das ist quasi der ursprüngliche Skin ein bisschen rumgedreht. Weil der. Wo ist denn der ursprüngliche Skin? Original. Ist halt das Gelb und das Schwarz. Bei Mandarin ist das Grau und da Gelb. Das ist eigentlich eine nette Variante. So, Banner. Hier, Games plays Top 3. Das ist halt. Da haben wir richtig reingehauen. Up goes Wheel. Armory. Assault Rifles. So sieht das Skin hier jetzt ein groß aus. Will hier noch. Den haben wir noch freigeschaltet, ohne anzugucken. Ja, gut, das ist halt Sandstorm, ne? Da passiert ja nicht viel. So, Tribe of Fire. Das ist ganz sick. Bangle. Hm,
Okay. So, hier haben wir den Tribe of Fire nochmal auf dem Wildlands. Das sieht ja bäh aus. Na, hier habe ich meinen Hemlock noch einen vergessen. Rotschit. Ah, das ist einfach nur lila. Geil. So. Tile Wave. Lead Farmer. The Lucky Rabbit. Nitro Customs. Nee, die Devotion spiele ich halt nie. Und hier habe ich schon eine, ne? Urban Edge. Ja. Sag mal nett. Nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße, ne? Tatsächlich, den hier wollte ich, hätte ich gern. Oh, der goldene Drache? Alter. Moment mal, wenn ich den freischalte, kann ich mir dann im Laden dann den blauen kaufen? Es gibt eine blaue Version davon im Laden. Hier im Store. Oh, gibt's nicht mehr. Nevermind, ist weg. Aber hier gibt's Nitro Customs, gibt's eine zweite Version. Kann ich mir die kaufen, wenn ich mit denen freischalte in der Armory? Das wäre interessant zu wissen. Cold Justice. Der hat ja aber keine Headshot. The Crimson Fire Drake. Den kann ich komplett drehen, kann es ein bisschen doof. Der goldene Drache sieht halt auch sick aus, ey. Ich glaube, ich würde mir lieber auf die Longbow tatsächlich was holen. Defcon 1. Ja. Big Game Hunter, glaube ich. Das wäre so ein Ding, was ich sowieso haben wollte. First Strike, Absolute Zero. Invader. Ah, meh. Hab ich denn hier noch? Ein Yellow Jacket, den habe ich jetzt nicht angeschaut. Okay, bei der Kraber habe ich einen Off-the-Grid-Skin, aber ja, die sind halt so am Blinken und Leuchten. Lifesaver. Snowpiercer, okay. Und bei den Shotguns haben wir noch. Hier, das ist der Code of Honor übrigens, das ist der mit dem hier Matrix-Effekt. Out of Blood. Den Rest. Hier habe ich. Das ist halt den ich habe bei der Peace. Keeper und würde ich eigentlich gerne behalten. Auch wenn der ganz nice ist vom Optiker, der Coral Reef. Mastiff, die sind glaube ich nicht so geil. Und Mosambik, wie ich kein Legendary. Glaube ich nehme wirklich die Longbow tatsächlich. Big Game Hunter oder Nocturnal Predator? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, der hier ist mir ein bisschen zu dark. Ich glaube, ich nehme Big Game Hunter, den finde ich irgendwie geiler. Ja. Den unlocken wir jetzt. Das ist unsere Belohnung. Für das Geld, das wir gerade ausgegeben haben, holen wir uns den noch mit. Sehr schön. Das war's dann. Das waren 43 Apex Packs inklusive dem ganzen Krimskrams, der danach kam. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag wahrscheinlich. Habt einen tollen Start in die Woche und viel Spaß. Tschüss. Achso, und schaut mal bei meinen Streams vorbei, wenn ihr mal Bock habt, mich vielleicht live Apex Legends spielen zu sehen. Alles unten in der Beschreibung.